Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Horst Weghoff, ich bin der Mediurs. Heute geht es wieder um Erste Hilfe und diesmal geht es um Equipment. Wir haben eine neue Traumabandage. Ist sie nicht schön? Ist sie nicht wunderschön? Das ist also nun tatsächlich die Multitrauma Bandage von Lifeguard. Und, so komisch es klingt, ich habe schon mal ein Video dazu gebracht, das gebe ich euch hier. Irgendwann hat mich dann der Verantwortliche, der mir die Traumabandage zur Verfügung gestellt hat, mich kontaktiert und hat mich wissen lassen, dass warum auch immer ich ein älteres Exemplar gekriegt habe. Denn das neue Exemplar, die neue, hat tatsächlich alle 25 cm Klett. Das heißt, ich habe da mal was vorbereitet. So sieht das gute Stück nämlich in ausgepackt aus. Da haben wir eine Wundauflage, die wir zur Hälfte auch abnehmen können oder einfach so hochklappen können und dann eine sehr, sehr saugfähige, sehr, sehr dicke Wundauflage haben. Und jetzt kommt's. Sie fällt nicht in den Dreck. Und dieses fällt nicht in den Dreck ist etwas, was ich unfassbar feiere. Und jetzt gucken wir uns tatsächlich mal ernsthaft und genau an, wie das gute Stück funktioniert, was es kann und was nicht. Wenn es irgendwas nicht kann. Gucken wir. Intro, Erklärbär, Attacke. Showtime, folks. Meine Damen und Herren, wir nehmen wieder mal an, ich entsafte hier über die Handgelenkarterie. Wie gesagt, Madame de la Traumabandage. So, hier haben wir jetzt den Druckapplikator direkt über der Stelle. Und da fällt sie nicht in den Dreck. Ich find's geil. Ich feiere das maximal. Jetzt gehen wir hier bei. Und wickeln. Huch. Hier am Ende haben wir jetzt einmal die Möglichkeit mit der Fixierung, wie bei anderen vergleichbaren Konkurrenzprodukten auch, mit dieser Klammer. Oder auch wieder mit Klett. Und weil wir es können, nehme ich in dem Fall beides zur sportlichen Hilfe der Fixierung. Voilà, fixiert, einmal mit Haken und mit, wie heißt das Ding hier, mit dieser Klammer. So sieht das Ganze ungefähr aus, wenn es aus der Verpackung kommt. Die Wundauflage hat ziemlich genau eine Abmessung von 10 cm in der Breite. Jetzt muss ich mal gucken. Etwa 25 cm hier in dieser Länge. Und wir können das Ganze auf 20 x 25 tatsächlich erweitern. Wir können diesen Teil hier oben aber auch abnehmen. Dann haben wir zwei Wundauflagen. Diese zwei Wundauflagen haben den Vorteil, dass wenn wir zum Beispiel eine Bisswunde haben vom Hund oder von wem oder was auch immer, dann können wir eine Wundauflage auf die Oberseite, eine auf die Unterseite und können das Ganze trotzdem gut und vernünftig versorgen. Es könnte je nach Ärmchen nämlich ansonsten mit einer Wundauflage durchaus etwas eng werden. Eine weitere Verletzung, die gern mal im Urban Exploring oder Lost Places oder so auftritt,
sind Risswunden auf Höhe des Oberarms. Dazu lege ich mal mein oberes Ärmchen frei, befreie hier diesen Klettverschluss, gehe mit der Wundauflage hier rauf um mein zärtliches Ärmchen. Ich habe das Ganze hier schon mit Hakenflauschband gesichert und es fällt einfach nicht runter. Ich breche ins Essen, ey, es ist so geil. Jetzt gehe ich hier in altgewohnter Manier bei und wickel. Den Druckapplikator hier, diese Plastikkappe, die brauche ich jetzt zwar gar nicht unbedingt. Wie es so schön in der medizinischen Indianerei heißt, haben ist besser als brauchen. So. Huch, Flitsch. Hier unten wird das gute Stück wieder mit dem, entweder mit dem Klett, nur mit dem Klett, oder mit Klett und der Spange dazu am Verband gesichert und fertig ist der Lack. Wenn wir jetzt größere Verletzungen haben und schwerere Verletzungen haben, die jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt stark bluten, aber wir eine Verlaufskontrolle machen wollen, um zu sehen, ob das, was wir da veranstaltet haben, wirklich suffizient, also vernünftig funktioniert. Da können wir hier bei längeren Transporten den Verband zur Seite nehmen und können hier an diesem Auge sehen, ob unser Verband durchgesuppt ist, ob wir den eventuell neu machen müssen oder ob wir uns da eventuell was anderes anfallen lassen müssen. Auch das hat durchaus seine Vorteile, wie ich finde. Ein weiterer Punkt, den ich auch immer wieder gerne zeige, um zu gucken, ob so eine Traumabandage wirklich hält, was sie verspricht, ist der Kopfverband. Der Kopfverband ist so ziemlich die Königsdisziplin bei den verschiedenen Verbänden. Wir nehmen an, ich entsafte hier. Dazu nehme ich meine Traumabandage des Vertrauens. Liege sie hier rum, habe hier hinten am Hinterkopf mit Hakenflauschband gesichert und kann das Ganze jetzt eigentlich im Grunde sogar schon so loslassen. Was ich jetzt aber aus Gründen der Fairness mache, ist, dass ich es hier festhalte und hier wickel. Wickel. Hier habe ich jetzt sogar den Vorteil, dass ich hier nur Hakenflauschband nehmen brauche. Ich habe hier die Spange, kann das da oben logischerweise dann auch noch wieder sichern. Altbekanntes Spiel, Backentest, funktioniert. Apropos Bandage und Wickeln. Diese Bandage ist bummelig 4,5 Meter lang. Sollte also zur Wundversorgung für den Erstangriff ausreichen. Was wir uns jetzt angucken, ist halt eine Verletzung, die ich mir sehr gut bei Jägern, Hundehaltern, Hundeführern, wie auch immer, vorstellen kann. Eine Zahnreihe hier oben auf dem Arm, eine hier drunter. Dazu, wir nehmen die Traumabandage des Vertrauens und können sie hier ganz einfach in zwei Teilen. Die eine Wundauflage legen wir hier oben drauf, gehen mit dem Anfang der Bandage hier rüber und haben beide Bandagen gegen eigenmächtiges Entfernen aus der Einsatzstelle gesichert. Hier wieder mit Hakenflauschband und mit der Klammer gesichert, gegen unbeabsichtigtes eigenmächtiges Entfernen aus der Einsatzstelle gesichert.
Wir können aber mit dieser Traumabandage und gerade mit diesem Auge noch was ganz anderes. Und zwar etwas, was wir sonst nur mit der Olds Modular, die noch größeres Packmaß hat, können. Und zwar können wir dieses Auge hier abtrennen. Und wir nehmen mal an, ich habe hier irgendwas in diesem Auge drin, was ich da besser nicht drin haben sollte. Ich erkläre auch gleich noch was zu dem Augenverband, meine Damen und Herren. Da gibt es nämlich ein bisschen was zu beachten. So. Fertig ist der Lack. Meine Damen und Herren, bei der Variante habe ich jetzt das eine Auge freigelassen. Wenn ihr tatsächlich in die Versuchung kommen solltet, dass jemand einen Fremdkörper im Auge hat, dann seht bitte zu, dass ihr beide Augen verbindet. Das ist ein ganz einfacher Grund. Die Augen sind von der Bewegung parallel geschaltet. Das heißt, wenn ich das eine Auge freilasse und das guckt irgendwie die ganze Zeit durchs Orbit, dann tut es das andere auch. Und dann werden wir keine Ruhe in das Auge reinkriegen, was aber genau das ist, was wir tun sollten. Das war also der Ausflug in die Multi-Trauma Bandage von LifeGuard. Unten gibt es den Link zu dieser wundervollen Bandage. Kinders, mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks.